Hier, guck mal, das bist du, Fröschel. Kein Tadadata oder so? Tadadata. Naja. Guck mal, was ich alles dabei habe. Meine ganze Armee hier. Lalala. Gesichtsbehaarung ändern. Ich möchte bitte keine Gesichtsbehaarung. Hallo, da bin ich wieder zurück mit einer weiteren Folge Ublets. Wir sind gerade stehen geblieben nach der letzten Folge hier mitten in der Nacht. Und ich habe nämlich entdeckt, hier ist was. Pappschnabel, den kenne ich doch. Rein damit. Ich habe nichts, was ich platzieren könnte. Natürlich nicht. Kann ich meinen Kleinen hier reintun? Wackelwohner. Mützel. Ach, so ist das. Kann ich auch nicht. Wieso kann ich das nicht? Habe ich die Dinger nicht? Was muss denn da rein? Muss ich da irgendwas, muss ich das jemandem geben oder so? Hier gibt es auf jeden Fall einige Dinger. Mamunia. Okay. Der altehrwürdige hohe Ublettrat. Mhm. Was sitzen Sie da so? Verwillers? Ja. Ja, ich renne einmal außen rum. Ah, nee, das kenne ich ja schon. Das war nichts Wichtiges. Bisher habe ich jetzt auch noch nicht so viel gefunden. Ich gehe mal zu Flitters Büro. Die hat das ja neu gekriegt angeblich. Das ist aber nicht Flitter. Das ist doch Flitter. Hä? Die ist verkleidet einfach nur als Pumpkin. Kürbis. Wir bringen diese Stadt so richtig groß raus. Sie soll der Eisbecher mit extra Portion Sahne unter den Städten werden. Wie auch immer sie sich das vorstellt. Flitter, hast du interessante Sachen? Kann ich mal in deinem Mülleimer wühlen? Nein. Kann ich dein Porträt stehlen? Auch nicht. Sie hat einfach mal ein Porträt von sich selbst da hängen, oder? Das ist sie doch. Vielleicht ist es aber auch die Geschichte von Abzeichnitz. Blick drauf werfen. Was ist das denn hier? Anzeigen. Ach so, das sind vielleicht die, die ich kennengelernt habe. Optionen. Tauschen. Gegen was denn? Ich habe keine Fotos. Hinzufügen. Ich habe keine Fotos. Wieso habe ich überhaupt Fotos? Nein, ich muss schlafen gehen. Ich will nicht schlafen gehen. Es ist zu früh zum Schlafen. Ich muss noch Sachen anpflanzen. Lass mich. Ich muss schnell gehen. Ich will unbedingt noch Sachen anpflanzen. Hatte die eben auch schon eine Kürbislaterne? Ich glaube nicht. Da wurde doch gesagt, dass ich nachts um 0 Uhr mit jemandem tanzen kann. Also ich will jetzt noch hier, bevor ich meine Energie komplett verliere, wenigstens meine Energie für irgendwas einsetzen. Ich kann wahrscheinlich eh nicht gegen irgendwen tanzen, weil ich viele Sachen noch nicht habe, die ich benötige. Was ist da denn? Ach, das ist diese Schreddermaschine. Ah, schreddere die mysteriösen Dosen. Jo, 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 ich habe welche gesammelt. Hä? Bitte nicht am Resi-Schredder lecken. Hatte ich nicht vor. Das wäre mir auch im Traum nicht eingefallen. Entschuldige, wir hatten vor kurzem Probleme mit ungültigen Resi-Schredder-Eingaben. Was ist denn ein Resi-Schredder? Eine Maschine, die Schredderpampe aus nicht länger gebrauchten Objekten erzeugt. Ah, aus dieser Pampe kann man dann Baumelschnurköder herstellen. Baumelschnurköder? Du musst doch wissen, was eine Baumelschnur ist. Eine Baumelschnur. Du befestigst einen Köder an einer Schnur und lässt die Schnur dann im Meer baumeln, um was zu fangen. Schau, da drüben ist eine perfekte Baumelschnurstelle. Eine Angelstelle also. Oh, da liegt jemand und guckt einer Ente zu. Nein, ich muss doch schlafen gehen, lass mich. Probier's mal aus, es ist ganz einfach. Damit kommst sogar du klar. Hier hast du ein paar Köder. Ah, einfache Köder. Aus Schredderpampe. Damit lassen sich im Ozean Dinge finden, zum Beispiel Schnellsprieß Pro. Aber die schicken mich jetzt gleich ins Bett. Wirf alle Dosen in den Schredder. Fang noch was an der Baumelschnur. Ich habe nie gelernt, auf 2 und 4 zu klatschen. Und wahrscheinlich werde ich das auch nie. Ja, das ist schrecklich für sie. Oh nein, es ist Schlafenszeit. Ich muss schnell. Ich mache Nachtangeln. Wähle einen Köder. Ja, ich habe ja nur den. Vielleicht ist das sogar gut. Vielleicht kommt ja nachts irgendein bestimmter Fisch, der sonst nie da ist. Und was muss ich jetzt tun? Muss ich drücken? Ah, ich musste gar nichts machen. Oh, ich habe einfach sowas gefangen. Dein Fang. Ich kann nicht nochmal. Ich habe nicht noch einen Köder. Nee. Okay, das ging sowieso nicht. Die Baumelschnur. Ein unkompliziertes Werkzeug. Wenn du mysteriöse Dosen sammelst, kannst du sie in den Resi-Schredder stecken und so mehr Köder herstellen. Und nicht vergessen, nicht am Resi-Schredder lecken. Komischer Typ. Was ist mit der? Geht's ihnen gut? Wenn mir doch nur jemand täglich Geschenke vorbeibringen würde, um meine Zuneigung zu gewinnen. Naja, vielleicht suche ich mir lieber einen Job. Vielleicht solltest du das. Nachteule. Darf ich denn eine Nachteule sein? Weil ich bin sowieso eine. Lissy. Nein, nicht außen rumrennen. Nein. Oh, der ist ja cool verkleidet. Oh, kenne ich schon. Das war wieder nur so ein Blödsinn. Kann ich das? Jo. Oh, Meerespflopf. Ein Pflopf aus dem Meer. Und du so? Cabby? Ich würde gerne die dunkle Kunst der ungezwungenen Konversation erlernen. Das war wieder sinnlos. Die macht einfach mal einen Sandengel. Schmeißt sich da einfach hin. Okay, Milbert. Ejo. Ein hübsches Geschenk der See. Eine Fächermuschel. Tanzen. Kann ich mit denen tanzen? Nee, was brauche ich dafür? Mobrübe. Achso, das sind die Wackeldinger hier. Was macht ihr hier, sag mal? Geht's euch nicht gut? Noch eine Muschel. Wofür genau man die braucht? Erstmal mitnehmen. Seltene mysteriöse Kiesel, die man in Ub finden kann. Es wird vermutet, dass es sich um ein verhärtetes Nebenprodukt von Glitzi-Ublitz handelt. Ach so, da war eine Muschel. Ich dachte, okay, ich kann da irgendwas nehmen. Eine Kreiselschnecke. Ein wunderschön kreiseliges Meerestier. Gernard, kennen wir uns? Nee. Oder der hat jetzt eine andere Jacke an? Nee. Meine Lebensplanung sieht vor, dass ich ewig lebe. Oh,
Xanabu, bist du gruselig? Ich brauche noch einen. Ich komme gleich wieder. Spoppy, sie kriegt ja wohl irgendwo. Nicht, dass der dann nachher weg ist. Morgen. Baumschütteln? Nee, was ist das denn hier? Was ist das denn da? Da ist plötzlich ein Kessel. Ein Wünschelbrunnen. Was macht denn ein Wünschelbrunnen? Hä? Oh, wenn ich da was reinschmeiße, dann kriege ich was. Blaupause. Stoffröhrchen kaufen. Kann ich ein Stoffröhrchen reinschmeißen und ich kriege dann Wünschels dafür? Eventuell, aber ich weiß ja noch nicht, ob ich die irgendwie wieder abgeben muss. Was ist denn hier für eine fette Schlange? Oh, was ist das denn? Iiii. Oder feiern die? Vielleicht machen die Polonaise. Ich brauche jetzt mal ganz dringend hier die Pilze. Die sind jetzt alle verschwunden, oder was? Was ist das denn? Das ist doch was anderes. Ein Regenflopf. Oh. Flüssige Ressource, die man manchmal an Regentagen findet. Daraus lassen sich Spritzler herstellen. Okay. Wo finde ich jetzt diese doofen Pilze? Ey, das war doch. Da gab's doch. Da ist einer. Da. Huh, noch ein Regenflopf mitnehmen. Gibt's ja wahrscheinlich nur bei Regen. Deswegen muss man dann das vielleicht jetzt ausnutzen, wenn es gerade regnet. Den nehme ich auch nochmal mit. Und nicht, dass ich jetzt gleich gar keine Energie mehr habe. Hier außen gab's doch auch irgendwie nur ein paar Sachen. Wie? Die sind nicht wiedergekommen. Nein, nein, keine Zeit. Oh, da liegt was. Eine Seite vom Tagebuch. Liebes Tagebuch, heute ist mir klar geworden, dass die Leute hier absolut nichts von Style verstehen. Niemand hat auf meine neuen Schuhe reagiert. Ich wusste mir nicht mehr anders zu helfen und habe wild herumgestampft. Aber dann hat Zuffel mich angepflaumt. Das war eine sehr wichtige Info. Ich bin mir ganz sicher, die brauchte ich unbedingt. So, aber jetzt kann ich... Oh, ist das der gleiche Pilz? Ja. Sporbeet. Toll, da hätte ich ja auch einfach hier unten suchen können. Ich gucke mir gleich mal den Brunnen da an. Aber jetzt muss ich erstmal gegen die da tanzen. Weil vielleicht gibt es die nur nachts. Nee, mit euch kann ich nicht. Seid ihr noch hier? Hallo, seid ihr noch da? Da. Ja, hallo. Gehört ihr zusammen? Kann ich mit euch auch tanzen? Nee, ne? Ich kann nur mit den anderen da. Tanzt du heraus? Ah, nee, guck mal, da brauche ich das Gillestückspieß. Da hinten liegt auch noch was im Hintergrund. Ja, mit Xanabu tanzen. Hä? Nein. Der andere, nicht Xanabu. Die. Nein, nicht der. Die da. Ja. Ja, genau. Mit Mützel tanzen. Tanzduell beginnen. Oh, der hat ja süß. Der hat ja so Dinger hier, so Flügelchen. Meine Truppe. Ach, ich habe die anderen noch nicht angepflanzt. Nein. Wir kriegen das schon hin, oder? Was ist das für ein Level? Ich bin jetzt Level 2. Ich generiere erstmal einen Beat. Los. Ich finde das so schade, dass ich keine Karte irgendwie so fürs nächste Ding dann safen kann. 3 Punkte stehen, bringt mir ja gar nichts. Zieh einen Move. Ja, das würde ich schon mal versuchen. Weil vielleicht habe ich ja noch was Schlaueres, wenn ich jetzt hier einen neuen Move habe. Hm, leider nicht. Okay, also ich kann nur den da machen. Okay. Naja, aber 7 ist ja schon mal gut für den Anfang. Heißer Meister. Ja, bitte weiter so. Okay, da hat noch einen. Und jetzt kriegt er vielleicht noch nur einen. Oh, gar nicht noch einen. Krass. Erstmal wieder einen neuen Beat. Was ist los? Ich hätte gerne einen Hype. Wobei, jetzt ist ja fast schon zu spät für einen Hype. Zu spät für einen Hype. Na gut. Dann nehmen wir auf jeden Fall einmal den fetten hier, den 7er Beat. Der geht ab. Und dann haben wir nochmal einen 2er. Dann fehlen uns nur noch 4 Punkte. Die werden wir ja wahrscheinlich, hoffentlich in der nächsten Runde hinkriegen. Und der hat es ja noch sehr weit. Generiert 3 Punkte. Und 1 Punkt. Ja, guck mal, der ist erst bei 6. Ich habe irgendwie jedes Mal einen Beat. Jetzt habe ich erstmal 4. Da muss ich überlegen, was ist der Unterschied hier zwischen denen? Ach so, ich brauche da nur einen Punkt. Ich kann sogar beide nehmen. Generiert 2 Punkte. Dann könnte ich ja versuchen. Dann hätte ich das ja. Jetzt habe ich ja noch 2. Jetzt nehme ich nochmal den Hype. Jetzt habe ich dann nämlich gleich 4. Jetzt habe ich einen Doppelhype. 2 Flammen. Dann bin ich schon fertig. Den habe ich aber richtig abgezogen hier im Tanzbattle. Boah, ist das laut. Okay, einen kleinen Furz bitte. Ja, komm, gib ihn mir. Oh, ich muss gleich so viel anpflanzen. Pflanze mich ein. Leider wieder ein gewöhnlicher, aber okay. Danke sehr. Ja, ich würde ja gerne, aber ich kann noch nicht. Ich würde gerne gegen euch tanzen. Obsidian. Das erinnert mich ja an Minecraft. Hier geht's, glaube ich, nicht weiter, oder? Hier geht's ins Meer. Was war da? Achso, noch so eine Muschel. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder nach oben. Und dann pflanze ich mal an. Huh? Dibi. Wie muss man heutzutage seine Baseballmütze tragen, damit alle wissen, dass man ein cooler Typ ist? Es sind schon relativ viele Leute und ich weiß immer nicht genau, hatte ich den jetzt schon oder hatte ich den nicht? Hm, jetzt habe ich ja meine ganzen Pilze hier rausgehauen und ich sehe leider halt auch kaum noch irgendwas in der Nacht. Da ist aber, glaube ich, noch einer. Ja, da war er. Sporbeet. Ich würde so gerne hier nochmal gucken, was das sein soll. Spirallakritz-Wünschelrute. Aber das habe ich natürlich nicht da. Wie soll ich mir das kaufen? Skelespießritt. Achso, das kann ich auch noch nicht. Halloween. Das kostet gar nichts? Süßkaramübel. Hey, der ist doch umsonst. Schmeiß dich in dein schaurigstes Outfit. Hol dir im Klamottenmenü den Süßigkeiten-Eimer und lass Halloween beginnen. Ja. Kann ich? Tab. Wo? Hier. Mein Gott, ich bin fast voll. Ja, jetzt habe ich ihn. Und jetzt? Gib mir Süßigkeiten. Gib es mir. Kann ich das nur nachts machen?
Oh weia, die Nacht ist gleich vorbei. Gibt mir einer von euch vielleicht Süßigkeiten? Die sind ja auch alle verkleidet. Warum wird das hier so angehimmelt? Was hat der denn so viele? Nee, ich muss jetzt erstmal anpflanzen, damit jetzt nicht noch mehr Zeit vergeht. Und dann muss ich wahrscheinlich auch gießen. Wobei ich halt eigentlich jetzt auch Süßigkeiten sammeln müsste, aber ich weiß nicht wo und wie. Ich weiß nicht, ob ich da jemanden fragen muss. Ah, Pilze. Okay. Wir sind wieder zu Hause. Das wächst ja immer noch heiter vor sich hin. Oh, und ich habe natürlich keinen Platz mehr. Erstmal ein bisschen hier Platz schaffen. Ich habe ja meine Sachen da gelassen, ne? Ich habe ja meine... Hier. Oh, ich hätte genau Platz dafür. Dann holen wir das erstmal hierher. So, die nehme ich gleich wieder mit. Brauche ich ja jetzt zurzeit nicht. Oh, oh. Oh, weia, wie viel Energie habe ich noch? Und wie viele Samen habe ich noch? Das ist ein Ublättsamen. Ah, ich kann Sachen fallen lassen. Verstehe. Den brauche ich hier oben. Wo ist denn noch ein Ublättsamen? Das ist einer... Ach, das ist so ein Schnellsprieß. Auf eine beliebige Feldfrucht anwenden, um das Wachstum einen Tag zu erhöhen. Maissamen habe ich auch noch. Oh! Hä, aber ich dachte, ich hatte... Ich dachte, ich hätte noch einen. Kleiner, mal gucken. Habe ich mich gerade vertan? Pflanzen wir die erstmal an. Ach so, Moment mal. Ich habe zwei? No, ich habe zwei vom gleichen? Ist jetzt halt die Frage, ne? Ich mache einfach mal noch. Oh, oh. Okay, okay, okay. Ich bin gleich im oh, oh. Ich bin gleich todmüde. Ich kann eigentlich nicht mehr. Ich habe noch einen. Vertrocknet ist es ja nicht, weil es regnet. Das heißt, gießen muss ich wohl nicht. 6 Energie. Habe ich das noch? Dann kann ich Holz sammeln. Na toll. Das kriege ich doch niemals hin. Nein! Ich dachte, den kann ich einfach so aufheben. Brettchen! Ha! Ich habe Brettchen. Jetzt muss ich, glaube ich, wahrscheinlich wirklich ganz, ganz dringend mal schlafen gehen. Ablegen. Ablegen? Was soll ich ablegen? Komm erstmal an und mach aus deiner baufälligen alten Hütte eine präsentable Behausung. Legen wir los. Aha! Was brauche ich? Ich brauche Brettchen. Hinzufügen. Federlies. Und Stoffröllchen. Warte mal, die habe ich doch auch. Cool. Ja, jetzt muss ich noch gucken, wo ich Federlies herkriege. Ich lese nochmal. Ich habe das total lange nicht gewusst, deswegen verrate ich es dir gleich. Federlies findet man in den Steinen auf deiner Farm. Das ist die einfachste Methode. Hier, die habe ich gefunden. Jetzt kriege ich welche von ihr. 3 Stück. Wow. Noch mehr? Von Melda. Willkommen in der Stadt. Kleiner Tipp für den Anfang, da du dich mit Ublets noch nicht so gut auskennst. Du solltest erstmal nur eine Ublet-Art anpflanzen, da der Platz auf deiner Farm begrenzt ist. Im Laufe der Zeit bekommst du immer mehr Ub-Hütten und kannst so viele Ublets unterbringen, wie du willst. Hä? Okay. Das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Von Karl. Das interessiert dich vielleicht. Ich habe eine neue Bauchtasche im Angebot. Falls du ein bisschen mehr Stauraum brauchst. Ja, gerne. Aber ich habe noch nicht eine einzige Währung gekriegt. Oh Mann, ey. Ja, wir gehen jetzt erstmal schlafen. Nickerchen machen. Ja, jetzt habe ich leider die ganze Nacht nicht geschlafen und weiß überhaupt nicht, ob ich jetzt erholt wieder aufwache. Ich befürchte nämlich nicht. Oh Gott, nein. Mitten am Tag, das ist ja wie in echt. Hilfe, das ist ja wirklich echt. Das ist nicht gut. Aber immerhin, es regnet. So, die Dinger schiebe ich mal rüber. So, von den Sachen, von denen ich jetzt nicht genau weiß, ob ich sie jetzt hier brauche. Für Rezepte, das brauche ich wahrscheinlich auch nicht. Muscheln, komm auch erstmal rüber. Okay, so, dann gucke ich jetzt erstmal, dass ich heute hier so ein bisschen... Kann ich da schon was machen? Wie sieht's aus? Süße Beete, 1,5 Tage. Knarz. Oh! 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 What? Ich habe ein Knarz bekommen. Ein Baumublett aus den Wäldern von Abzeichnitz. Wissenschaftler sind sich nicht einig, ob sich die Äste auf dem Kopf von Knarz als Ohren oder Hörner klassifizieren lassen. Weiß ich auch nicht. Fragen wir ihn doch einfach. Das haben wir schon mal fertig hier, ne? Du bist schon mal geschlüpft, sagen wir mal. Wie kann ich jetzt die Sachen hier abbauen? Zertrümmern. Ach so, das muss ich im Farmmodus machen. Das wird jetzt nicht lange halten, glaube ich. Ich will hier diese Federlies haben. Hier brauche ich ja dann wahrscheinlich auch Platz. Deswegen machen wir hier das mal weg. Brettchen brauchen wir. Hatte sich das nicht gemerkt, dass ich das schon mal angefangen hatte? Unkraut jäten. Das hat mir nichts gebracht. Nein, warum habe ich das getan? Oh, ich glaube halt, dass die Brettchen noch nicht reichen. Ach, das waren Federlies. Ich dödel. Ich wollte doch Brettchen holen. Naja, jetzt haben wir erstmal das. Auf jeden Fall genug. So, sehr gut. Aber Brettchen natürlich nicht. Und mir fehlen auch noch Stoffröllchen. Aber ich glaube, ich muss schon wieder schlafen gehen. Wir gehen jetzt ein bisschen, immer machen ein Nickerchen. Nächstes Mal gehen wir nachts vielleicht schlafen. Wobei ich ja eigentlich nachts Süßigkeiten vielleicht sammeln sollte. Eieiei, so kommt es, ne? Wenn man am Tag schläft und nur Nickerchen macht. Oh, ist das schrecklich. Wir brauchen Brettchen. Deswegen hauen wir jetzt erstmal ein paar Brettchen um. Das ist das Einzige, was jetzt gerade wichtig ist. Hä? Ich habe ein neues Abzeichen. Was für ein Abzeichen? Hä? Hallo? Was ist das denn? Wie süß. Bürgermeisterin Flitter. Tappitopp, du hast dein erstes Abzeichen verdient. Bei uns dreht sich alles um Abzeichen. Hoffentlich kann ich dir bald noch mehr davon geben. Schau in deinem Schlauschmöker nach, was es sonst noch für Abzeichen gibt. Dankeschön. Das sieht auch so süß aus. Sammle 60 Aufsammelobjekte. Ah, okay.
Eine Art Marke. Wünschel! Ich habe 40 Wünschel bekommen. Wenn ich nur wüsste, wie ich sonst noch Wünschel bekomme. Ich muss gleich erstmal wieder pennen gehen. Oh, einmal kann ich vielleicht noch. So, und das war es jetzt auch schon wieder. Verschlafe den ganzen Tag. Oh, fertig. Nein, nein, ich brauche doch noch Stoffröllchen. Oh, okay, gute Nacht. Oder auch guten Nachmittag. Nickerchen. Nicht, dass ich dann nachher irgendwas verpasse, was jetzt am Tag passiert. Da habe ich immer so ein bisschen Angst vor. Es ist jetzt schon Nachmittag. Jetzt laufen wir erstmal so ein bisschen durch die Stadt. Gucke, dass ich da irgendwelche Stoffröllchen bekomme. Warte mal, erstmal vorher gucken, ob ich nicht vielleicht... Ich bin schon ein bisschen voll, ne? Aber ich habe auch nicht großartig Möglichkeit, das irgendwie irgendwo abzulegen. Wünschelbrunnen. Ah, da bekomme ich jetzt das da oder ein Stoffröllchen. Aber ich glaube, da würde ich ja lieber auf sowas hier sparen. Bewässert automatisch einen Bereich. Ja, das finde ich cool. Ab Stufe 2 ist noch mehr verfügbar. Ja, bin ich ja noch lange nicht, oder? Wo sehe ich denn meine Stufe? Gehen wir mal hier so die Farmspots ab. Ja, ja. Da ist ja wieder dieser Tropfen. Nee, die hat ja auch diese komischen Augen. Das ist wahrscheinlich eine Brille. Wo haben wir denn hier noch was? Da oben ist ein Pilz. Wie hoch kann ich die stapeln, die Sachen? Das hat mir auch keiner gesagt. Nobelhut. Oh jemine, da oben war doch letztes Mal so ein Stoffröhrchen. Ist auch nicht mehr da. Wie lange dauert das, bis das nachkommt? Oder das ist immer so Zufall. Wahrscheinlich ist das Zufall. Stoffröllchen, wo seid ihr denn? Kein Stoffröhrchen in Sicht. Hast du ein Stoffröhrchen gesehen? Nee, hier ist nichts. Aber hier kann ich ja mal reingehen. War da nicht irgendeine Aufgabe? Ja, ja, scannen. Hilf Frau Knolia mit ihrem U-Blatt-Forschungsprojekt. Hilf Frau Knolia mit ihrem großen Katalogisierungsprojekt, damit Abzeichnitz seinen Beitrag zur Forschung leisten kann. Legen wir los. Aha. Was ist das denn? Mein neuer U-Blatt-Forschungsscanner für ein Projekt über U-Blatt-Physiologie. Kann ich helfen? Aber sicher doch. Auf jeden Fall. Kennst du dich mit Metagravitation gegen Physik aus? Ja, bestimmt. Nein, nicht wirklich. Ja, warum eigentlich nicht? Ich tue mir schwer, damit U-Blätts zu sammeln. Wenn du einige Exemplare beschaffen könntest, wäre mir das bei der Forschung eine große Hilfe. Für jedes neue U-Blätt-Exemplar kann ich dir 50 Knetengummis geben. Oh! Ich muss sie nur fix scannen, dann kannst du sie auch zurückhaben. Ach ja, falls du mir seltene oder Glitzy-Varianten von U-Blätts bringst, bekommst du natürlich auch eine höhere Belohnung. Ich bin an der Sache dran. Ich habe sogar schon was dabei, glaube ich. Bring einfach neue U-Blätt-Exemplare her, die du gepflanzt hast, und setze sie in den U-Blätt-Scanner. Ja, 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 ich habe eins. Probier es ruhig auch mit den U-Blätts aus, die du schon gesammelt hast. Das versuche ich jetzt. Habe ich das nicht? Doch, neuer Auftrag? Wieso neuer Auftrag? Kann ich das nicht einfach machen? Oder, ach so, jetzt, wahrscheinlich erklärt sie es mir jetzt. Hast du ein paar neue U-Blätts für mich, die ich in meine Datenbank aufnehmen kann? Ja, habe ich. Ein äußerst interessantes Exemplar. Dann wollen wir es mal scannen. Ah, ist mein Froschi. Und das war's auch schon. Hier hast du einen kleinen Unkostenbeitrag, weil du mich so tatkräftig unterstützt. Was habe ich gerade gekriegt? Ich habe es nicht gesehen. Irgendwas hat blub gemacht. Ich habe meine ersten Knetengummis. Mit Hilfe dieser Daten kannst du jetzt eine 3D-Figur erstellen. In der Maschine da links kannst du Figuren von allen gescannten U-Blätts drucken. Die Figuren helfen mir zwar nicht bei meiner Forschung, aber ich habe einen 3D-Drucker gekauft und der soll nicht nur Staub ansetzen. Oh, und außerdem kannst du die Figurensammlung im Rathaus vervollständigen. Ach, daher kriege ich die. Da freut sich Flitter bestimmt. Hast du noch mehr neue U-Blätts, die ich scannen kann? Ja. Ein äußerst... Blablabla. Mhm. Und das war's auch schon. Scan abgeschlossen, Knarz. Ah, das stand da vorhin. Yay, jetzt habe ich schon 50. Nee, noch nicht, die sind noch nicht fertig. Oho, okay, da habe ich jetzt meinen Auftrag erledigt. Und was kriege ich jetzt dafür? Oder muss ich das irgendwo abgeben? Komisches Quadrat einlegen? Ich habe nichts, was hier ist laufen. Achso, okay, ich habe kein Quadrat. Drucken, das könnte ich ja vielleicht. Oh nein, da brauche ich bestimmt irgendwas zu. Oh, ich habe ja was. Oh nein, ich kann nur eindrucken. Dann nehmen wir zuerst mal unseren Fröschel für 5 Federlis. Die Frage ist ja, kommen denn die Steine wieder nach auf meinem Grundstück? Weil sonst habe ich ja gar nicht mal so unbegrenzt dann, oder? Muss doch irgendwie. Gewöhnliches Fröschelfigur. Und jetzt kann ich die ins Dings bringen, ne? Ach, bevor ich es vergesse, du solltest deinem Schlauschmöker bei Vollmond keine Pizza füttern. Was? Füttern? Also, du solltest ihn wahrscheinlich überhaupt nicht füttern, aber besonders keine Pizza. Und schon gar nicht bei Vollmond. Whatever. Warum glitzert das? Es glitzert, weil da wieder irgendwas steht. Studie zur Auswirkung von Luftströmungen auf die Migration. Mysteriöser Dosen. Ja, das ist, glaube ich, nicht ganz so wichtig gewesen. Okay. Die Dosen muss ich übrigens auch noch einsammeln. Ich weiß nicht, ob ich da genug Dings für habe. Ein Stoffröhrchen muss ich auch noch mitnehmen. Und ins Rathaus muss ich. Oh Gott, so viele Sachen hier. Oh, da ist ein Pilz, den sollte ich vielleicht auch noch mitnehmen. Alles, was ich sehe, sollte ich vielleicht einpacken. Brauche ich dann bestimmt wieder für irgendwas? Und wenn ich den jetzt nicht mitnehme, dann ärgere ich mich danach. Wo war gleich das Rathaus? Hier, ne? Moment, Stoffröhrchen. Stoffröhrchen. Ist hier irgendwo ein Stoffröhrchen? Nee, hier ist ein Pilz. Okay, haben wir das mitgenommen. Gehen wir da erstmal ins Rathaus und setzen da unsere Figur hin. Vielleicht kriegen wir ja dadurch auch wieder irgendwas Schönes, wenn ich nur wüsste, wo. Oh, hier wäre der Knarz gewesen. Nee, der Frosch ist hier nicht. Nee. Jetzt muss ich ja... Nee.
Glitzert das vielleicht irgendwo? Da. Ha, ist tatsächlich. Ich muss sagen, sonst muss man ja alles einmal durchgucken immer. Das ist ja voll doof. Hier, guck mal, das bist du, Fröschel. Kein Tadadata oder so? Tadadata. Naja. Gibt's jetzt hier was Neues? Das alte Farmhaus reparieren? Das geht ja nicht. Mir fehlt ein Stoffding da. Mysteriöse Dosen. Okay, das könnte ich noch machen, solange ich noch wach bin. Und dann gehe ich halt wirklich ins Bett, wenn ich ins Bett gehen kann. Was liegt da denn? Da glitzert irgendwas. Hä? Unbeteiligte Person weiterhin nicht alarmiert. Mission wie geplant fortgesetzt. Agent. Also manche Sachen sind so komisch, dass man sich so fragt, was ist denn da jetzt schon wieder passiert? Braun. Ich will jetzt mal gucken, ob ich irgendwas tun kann. Hä? Boah, das ist ja voll cool. Was ist das denn? 3 Süßigkeiten habe ich natürlich nicht. Ja, wie kriege ich denn diese Süßigkeiten? Wie bekomme ich Süßigkeiten? Ich muss ja wohl nachts, denke ich mal, Süßigkeiten sammeln. Ich guck mal kurz in mein Buch. Vielleicht sagt mir das ja was. Almanach. Feldfrüchte. Gibt es hier auch Süßigkeiten? Nee, Ublets. Feldfrüchte. Kenne ich halt einfach alles noch nicht. Gefunden. Na, guck mal, hier habe ich schon ein paar Sachen drin. Fundort. Ah, hier steht, wo es das dann auch gibt, wenn ich das finde. Ozean. Mhm. Das ist ja interessant. Abzeichnitz. Wieso steht hier Abzeichnitz? Gibt es noch einen anderen Ort? Hä? Hier kriege ich Abzeichen. Für Aufträge abschließen, für Flitter. Ublets scannen, kriege ich auch Abzeichen. Für Anbauen, Tanzduelle, Freundschaft. Okay. Ah, hier sind meine beiden. Folgen mir beide. Kann der jetzt eigentlich auch tanzen für mich? Bestimmt. Sehe ich denn irgendwo, was die für Fähigkeiten haben? Moves anzeigen. Ah, guck mal. Hype generieren. Die kenne ich noch nicht. Wahrscheinlich, weil der im Level noch nicht hoch genug ist. Das ist ja cool. Accessoire. Ich kann dem Accessoires anziehen? Okay. Nein. Oh, jetzt habe ich aus Versehen gestreichelt. Umbenennen. Ich kann ihm einen anderen Namen geben. Nach Hause schicken. Was hat der denn für Moves? Wurzeln schlagen generiert 2x Hype nach 2 Aufwärmrunden. Oh, ich glaube, das bedeutet so viel, dass er dann aber aussetzt. Das ist ja eigentlich nicht so wirklich gut, oder? Als Move? Naja, interessant. Kumpels, das sind die ganzen Leute. Eine kenne ich noch nicht. Die versteckt sich vielleicht. Weiß ich nicht. Irgendwo kann ich ja eine Bauchtasche kaufen. Haus, okay, das kann ich noch nicht. Aber keiner sagt mir, wie ich Süßigkeiten kriegen kann. Ich denke mal, ich muss wahrscheinlich wirklich bis Mitternacht warten. Das Problem ist, ich bin schon wieder sowas von müde, dass ich jetzt nur noch irgendwie so ein paar Sachen mitnehmen kann und dann bin ich schon wieder total reif für die Haie. Ah, hier, das ist der Recycling-Schredder. Wieso gibt es denn hier kein einziges Stoffröllchen? Ah, da unten rechts am Strand war ich noch nicht. Ja, ich habe jetzt gerade keine Lust, mit den ganzen Leuten nochmal zu reden. Also ich scheine ja irgendwo was nicht mitgekriegt zu haben, ne? Irgendwo, hier geht's noch runter, irgendwo fehlt mir noch was. Ich müsste doch hier, oder ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis diese Stoffrolle da wieder zurückkommt. Ich gehe jetzt schlafen. Ich nehme jetzt die ganzen Sachen hier noch mit, die ich finden kann und gehe dann schlafen. Hier unten wird es ja wahrscheinlich kein Stoffröllchen geben. Hier gibt es ja wieder nur irgendwelche Muscheln. Oh, ich habe so Schiss, dass ich jetzt gleich ein Stoffröllchen finde und dann habe ich keine Energie mehr, das mitzunehmen. Pilz. Oh, nee. Milu, kennen wir uns? Schauriges Halloween wünsche ich. Du läufst echt rum und willst was Süßes? Geht's noch, Lama? Gibst du mir was ab? Oh, oh, oh. Ach so, ich war auch noch überhaupt nicht überall drinnen, ne? Muss man ja auch mal sagen. Nein, oh, hoppala, ich wollte mit ihm reden. Nein, ich bin jetzt müde. Jetzt kann ich nicht mehr mit ihm reden. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich wollte doch Süßigkeiten. Ach so. Mumfies, bitte. Ich habe keine Süßigkeiten, tut mir leid. Was? Ah, vielleicht, wenn der da oben das Ding über dem Kopf hat. Vielleicht hat der dann Süßigkeiten. Bist immer noch hier? Wenn du länger bleibst, solltest du... Ja, wäre echt besser für dich. Der hat mir auch keine gegeben. Gibt sie mir welche? Süßes oder saures? Habe keine Süßigkeiten. Der hat welche. Komm, ich seh's doch. Nicht sammeln. Mit Patrick reden. Halloween? Ah, immer noch jede Menge zu tun. Ich habe 2 Süßigkeiten gekriegt. Halleluja. Hat er auch was? Arwen? Arwen? Süßes oder saures? Oh, nichts Süßes. Manu. Guck mal, du. Gib mir doch was. Du hast doch so ein Dings da oben. So ein riesigen... Nein, nicht Brumselkekse. Mann, jetzt weiß ich überhaupt nicht, wen ich schon hatte. Mumfies, bitte. Ach, Mann, geht's hier überhaupt weiter? Nein, alles zu leider. Der hat was. Ich sehe dich doch. Basil, du hast bestimmt Süßigkeiten. Schauriges Halloween. Seit wann darf man anständige Leute? Ja, darf man. Wenn man gerade Süßigkeiten verteilt, ist das bestimmt nicht gut. Doch. Was siehst du? Geht doch. Herr Wachtmeister. Süß oder saures? Aha. Ein Halloween-Begeisterter im Schildkrötenkostüm ist voll auf dein Tusen. Okay. Aber er hat mir was gegeben. Na, hier, die Omi vielleicht? Nee, die redet gar nicht mit mir. Redet auch nicht mit mir. Ich muss ins Bett. Leute, ich muss ins Bett. Ich muss ins Bett. Ich geh jetzt. Ich schlafe bestimmt gleich einfach im Stehen ein. Ich habe ein dickes, fettes Schlafproblem, aber ich habe Süßigkeiten bekommen. Na, mach ich morgen. Ich gehe jetzt einmal richtig schön durchschlafen, so. Wo ist denn ein Stoffröllchen? Ich will doch nur ein Stoffröllchen. Gute Nacht. Ich wäre schon lange fertig mit meinem Haus, dann sehe das nicht mehr so hässlich aus. Es hat sich gereimt. Zum Morgenschlafen. Ja, guck mal, das kann ich jetzt auswählen. Ich schlafe auch mit meinem Kürbis wieder. Mein Kürbis und ich. Tanzduelle gewonnen. Oh, ach so.
Wieso habe ich, wie kriege ich denn Freundschaftspunkte? Alter, übertreib doch nicht so. Wahrscheinlich, weil ich eine Nacht nicht geschlafen habe. Nee, ich bin fast angestiegen, aufgestiegen. 0 Artikel verkauft. Ja, wer kauft denn die Artikel? Oh, kenne ich noch nicht. Folgende Ublitz sind heute in Ub zu finden. Oh, ah, cool. Also einer, der neu ist. Da bin ich aber gespannt, ob ich den finde. Ja, jetzt sind wir doch bestimmt auch komplett ausgeruht, oder? Oh, herrlich. Sammle Wünschels, so bekommst du sie. Tägliche Ziele erfüllen, Abzeichen verdienen, Aufträge von Flitter abschließen, Tanzturniere gewinnen. Ja, Wünschels kannst du am Wünschelbrunnen in deinem Schlauschmücker ausgeben. Oder auch direkt am Wünschelbrunnen. Ja, hier könnte ich den ausgeben für ein Stoffröllchen, ne? Wenn du Stufen aufsteigst, schaltest du auch neue Optionen für den Wünschelbrunnen frei. Eventuell wollen die ja, dass ich das mache. Brettchen ablegen. Was passiert denn, wenn ich Sachen ablege? Die sind doch bestimmt weg. Ich traue mich nicht, Dinge abzulegen. Ich habe so Schiss, dass sie dann halt einfach verschwunden sind. Okay, so alles das, was ich jetzt hier habe, kann ich ja stapeln. Falls ich das brauche, komme ich halt zurück. Meine Tasche ist zu klein. Ich sollte vielleicht welche von den Dings hier wieder, von diesen Federlis, mir nochmal holen. Für irgendwas brauchte ich die doch. Der Wachtmeister schreibt mir. Finde ich klasse, dass du in Abzeichnitz bleiben willst. Ich habe auch gleich einen guten Tipp gegen Müdigkeit am Morgen. Für dich. Schnapp dir einfach einen kleinen Imbiss, zum Beispiel einen Sporbet oder einen Brumselkeks. Die geben dir im Handumdrehen wieder Energie. Brauche ich die denn? Ne, habe ich ja noch. Oh, noch mehr. Ich hatte was an den Docks zu erledigen und habe ein bisschen mit der Baumelschnur herumgespielt. Dieses Schnellsprieß habe ich aus dem Wasser gezogen. Damit kannst du das Wachstum deiner Feldfrüchte beschleunigen. Kriege ich das jetzt von ihr? 8 Stück? Oha. Okay, das war cool von ihr. Dankeschön. Patrick sagt, ich wollte eigentlich vorbeischauen und dich persönlich willkommen heißen. Aber ein Brief ist besser für meine sozialen Phobien. Deswegen stehe ich auch nicht vor deiner Tür. Ich habe dir aber ein Törtchen mitgebracht. Boah, 70 Energie aus Moobrüben. Und ich bin schon wieder fast voll. Ja, und das ist nämlich jetzt auch fertig. Oh, cool. Oh, Klickerklaue. Ah, hallo. Na, du kleines Ding, du? Ein allgemein eher kampfeslustiges kleines Ublett aus Abzeichnitz. Klickerklaue versammeln sich in ungenutzten Bauwerken und können Eindringlingen gegenüber durchaus aggressiv auftreten. Ach so, das war der aus dem Rathaus, ne? Cool. Läuft der mir jetzt auch hinterher? Mütze? Der ist jetzt auch fertig. Hey, mein kleiner Pilzi. Das ist Mützel. Mützel sind etwas zurückhaltende, reservierte Ublets aus Abzeichnitz und entfernt mit den Amamusko verwandt. Obwohl es nicht so aussieht, haben sie Arme. Sie sind nur etwas winzig geraten. Stimmt, das sind wirklich kleine Ärmchen. Cool. Und was mache ich jetzt mit dem zweiten? Jetzt habe ich einen doppelt. Was macht man denn jetzt? Ja, jetzt habe ich noch einen. Oh, ich kann jetzt auf jeden Fall zwei weitere einscannen. Und das hier? Das ist noch nicht ganz fertig. Aber ich könnte mir vielleicht Samen kaufen. Für was brauchte ich nochmal Federlis? Ich versuche einfach mal welche mitzunehmen. So, jetzt habe ich 4 Stück. Die Frage ist, ob 4 Stück reichen. Oh, jetzt habe ich ganz schön viel schon benutzt, ne? Ich nehme jetzt auch nochmal Brettchen. Einfach, weil ich denke, dass ich das vielleicht gleich brauchen könnte. Muss ich den gießen? Vertrocknet stand da, glaube ich, nicht. Nö, hat ja auch die ganze Zeit gegossen. Gucken wir nochmal, dass wir vielleicht ein Stoffdings hier finden. Ein Stoffröllchen. Vielleicht ist ja heute was Neues gewachsen. Muss ich irgendwas mit ihr vielleicht erledigen? Schauriges Halloween. Ach so. Ach, ich kann die auch so ansprechen. Oh. Ja, der da unten hat eine Brille. Der ist verkleidet. Kann ich das haben? Baum schütteln? Nee. Da ist ein Pilz. Der ist ja auch verkleidet. Was? Ich kann gegen den tanzen. Neues Ublett gesichtet. Knarz. Aber Knarz kenne ich doch. Hä? Kann ich gegen den tanzen? Ich verliere ja dadurch nichts. Nee, warte mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein spezielles Ding ist, weil der verkleidet ist. Der ist so... Okay, ich habe ja schon Knarze. Nee, komm, wir gucken jetzt erstmal. Ich mache jetzt erstmal die Dosen, glaube ich, vielleicht fertig. Das ist ja auch... Nee, Moment. Kann ich das hier machen mit dem? Was brauchen die? Da steht ja nicht, dass ich gegen die tanzen kann. Wenn ich gegen die tanzen könnte, würde ja da stehen... Ach so, die süße Beete. Das ist das Problem, ne, mit denen. Hast du vielleicht Süßigkeiten? Redet nicht mit mir. Schade aber auch. Hast du wieder neue Süßigkeiten? Mampfis, bitte. Ja, der hat welche. Drauf werfen. Ah, der hat auch wieder welche. Schauriges Halloween. Ja, komm, der gibt mir doch 2. Warte mal, da ist gerade jemand weggerannt. Du da, im Radio. Halt, Mann. Okay, da war ich auch noch nicht drin. Hey, na, Süßes oder Saures? Oh. Hallo, Patrick, Süßes oder Saures? Du hast mir doch ein Törtchen geschickt, oder? 2. Cool. Guck mal, was ich alles dabei habe. Meine ganze Armee hier. Lalala. Gesichtsbehaarung ändern. Ich möchte bitte keine Gesichtsbehaarung. Frisur ändern? Ja, schon eher. Kostet das was? Das kostet was. Nein, eigentlich nicht. Ich weiß ja nicht. Ja, die würde ich vielleicht nehmen. Aber nee, dann kaufe ich mir lieber eine Tasche. Wo kriege ich denn hier eine Tasche her? Haare neu färben. Oh, da kriege ich vielleicht auch eine neue Haarfarbe. Vielleicht gibt es ja jetzt... Oh, es gibt pink. Oh mein Gott, ich könnte sie jetzt pink färben. Oh, okay. Das ist sehr cool. Aber das kostet 20. Viel zu teuer. Nein, könnte auch meine Gesichtsbehaarung färben. Na gut, gehen wir mal in den nächsten Laden, wa? Die vielleicht. Vielleicht hat die Süßigkeiten. Ja, wuhu.
Da waren wir ja schon mal drin. Wobei, da sind ja vielleicht auch Leute, die mir auch irgendwas geben könnten. Kann ich gegen den? Nee. Wie erkenne ich eigentlich immer, gegen welche ich kämpfen kann? Wahrscheinlich immer nur, wenn die in so Grüppchen da rumhängen. Da glitzert was. Was ist da? Oh, süßes Saures. Nein. Dann gucken wir uns mal das Ding hier an. Zahlungsaufforderung. Wir möchten Sie darüber in Kenntnis setzen, dass eine Zahlung in Höhe von 573 Knetengummis fällig ist. Im Rahmen dieses Finanzierungsplans sind insgesamt 381 zusätzlich. Nein, ich gehe einfach wieder. Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe das nur gelesen. Hast du vielleicht Süßigkeiten? Irgendjemand wird doch hier mal ein paar Süßigkeiten haben. Redet noch nicht mal mit mir. Der da? Mann, hier hat ja keiner irgendwas. Du vielleicht? Oh, nein, ich bin rausgelaufen. Da saß doch noch jemand rechts. Hier, dich wollte ich noch fragen. Jedu, komm, du hast doch was. Mann, alles umsonst hier. Der da drinnen hatte so einen Kaktus. Das war voll süß. So ein kleines Ublett-Kaktus-Ding. Wir stehen hier wie in so einer Anstehreihe. Mal gucken, ob da hier... Da war doch diese Omi auch noch mit drin. Nee. Ach so, Zimmi. Hi. Vielleicht hat sie ja was. Ich habe dich ein bisschen ausgeraubt letztes Mal, glaube ich. Da fliegt was auf den Boden. Was ist da? Rezeptfragment. Ah, da habe ich doch schon ein Stückchen von. Jetzt sag mir nicht, die stapeln sich doch bestimmt nicht. Doch, die stapeln sich. Okay, dann ist ja gut. Hier, gucken wir mal rein. Ich habe ein Obsidian. Schon wieder ein neues Abzeichen? Ich muss wohl langsam neue nähen. Das ist aber die Post von ihr. Sieh dir 10 Dingsibumsi an. Erkunden. Und noch mehr Wünschels, habe ich recht. Na gut, vielleicht sollte ich mir wirklich ein Stoffröllchen kaufen. Einfach, weil ich mir vorstellen könnte, dass sie das von mir erwarten, dass ich mir da jetzt eins hole. Und sonst geht's vielleicht nicht weiter. Die wollen meine Geduld austesten. Ach, Mann, ey. Aha, sie. Hat sie was? Dot, hast du was für mich? Manu, ist der jetzt vielleicht geöffnet hier, der Tanzschuppen? Nee, auch nicht. Schade. Ich meine, ich dachte, vielleicht steht da ja sonst drauf, so ja, von so und so viel Uhr geöffnet. Aber irgendwie steht da leider nichts. Was mache ich denn mit den ganzen Dingern hier jetzt? Wünschelrute. Bürgermeisterin, komm, du hast doch bestimmt Süßigkeiten. Ja, 2 Stück. Was mache ich jetzt mit den Dingern? Ich kann mir eine Spiralakritz-Wünschelrute kaufen für 3. Dieses Skele-Stück-Spieß-Rezept kann ich mir kaufen für 3. Wie viele habe ich denn überhaupt? 15. Ja, komm, ich kaufe mir das jetzt mal. Ich habe Bock, mir irgendwie mal was zu kaufen. Braun, den Dings hatte ich schon. Das würde ich mir eigentlich auch gerne kaufen. Ich weiß nicht genau, wofür ich das benutzen kann. Aber vorher muss ich gucken, ob ich Platz habe. Oh, hier, du hast doch bestimmt Süßigkeiten. Sieht aus schon so ver... Mann, der ist so verkleidet. Der sah so aus, als hätte er auch was. No, ups, ich wollte mit dem Knarz nicht... Naja, eigentlich hätte ich schon gerne mit dem Knarz getanzt. Was macht ihr denn da? Oh, Dibli, Süßigkeiten? Ne, aber der da, Toffee, oh, der ist sowieso so schlecht gelaunt, der gibt mir bestimmt nichts. Schleck für Toffee? Doch! Okay, das war jetzt überraschend. Nee, der hat auch nichts. Der will unbedingt mit mir, der will mit mir tanzen. Ich sehe das. Na gut, dann nehme ich mir jetzt hier noch so eine Wünschelrute, um dich vor den Stimmen aus dem Jenseits zu den Skele-Stücken führen zu lassen. Funktioniert nur an Halloween. Aha, und wie funktioniert das jetzt? Ist das irgendwie an meiner Kleidung? Wie geht das? Hier, anbringen. Aber wo? Ach so, das muss ich hier reinlegen. Ja dann. Ich habe nur noch 2 Plätze. Ach so, und die wollte ich mir auch nochmal angucken. Ich habe ein Rezept gelernt. Wo sind denn nochmal hier die Rezepte? Rezepte. Ah, hier kann ich reden. Da, Rezepte. Roboproptose. Skele-Stück-Spieß. Aber ich brauche ein Skele-Stück und ein Hyperlumi. Niemand weiß, wo ich das herkriege. Eine Holzfliese. What? Ah, da kann ich verhindern, dass Unkraut wächst. Und ich kann schneller laufen auf meiner Farm. Okay, das ist ja nice. Ein Zerstampfer. Macht aus Feldfrüchten Pulver. Benötigt ein Ublett. Mhm, okay. Keine Ahnung, was ich da zerstampfen kann. Nein, eine Ublette. Da hängen meine Ublets ab und helfen auf meiner Farm. Was? Ne, das ist ja richtig cool. Ich brauche Bretterchen, Federlies, Obsidian. Das ist also wichtig, dieses Obsidian. Das darf ich nicht verkaufen. Und Stoffröllchen. Mais. Ja, ich habe ja auch Mais gekriegt. Das muss ich eigentlich anpflanzen, ganz dringend. Mubrüben, Mais. Wenn ich das habe, dann könnte ich mir auch Udeln kochen. Okay, krass. Ja, ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Braun. Jetzt habe ich ja Süßigkeiten. Nein, ich habe natürlich diese Skele-Stücke nicht. Und einen Nobelhut habe ich zwar zu Hause, aber ich weiß nicht, wo ich die Skele-Stücke herkriege. Oh, Konzentrat des zahlreichen Zuckerwerks. Das könnte ich ja vielleicht mal herstellen, ne? Das habe ich dabei alles. Goldenes Skele-Stück kann ich nicht und Balsamblüte auch nicht. Aber das hier könnte ich mal machen. Jetzt habe ich dann schon mal was gemacht. Okay, Zauber, Zauber. Oh, jetzt kommt irgendwas raus und ich weiß nicht genau, was ich damit anfangen soll. Wie ist das denn? Bride of Bungalhive Hair. Ach, das ist seine Frisur? Ah, vielleicht kann ich mir die jetzt auswählen. Könnte ich das nochmal machen? Kriege ich dann das Gleiche? Dann würde ich mal gucken, ob ich hier noch so ein Spurbeet kriege. Da ist ja ein Spurbeet. Dann versuche ich das gleich nochmal. Vielleicht kommt ja was anderes raus. Wir müssen es einfach austesten. Ich weiß auch nicht genau, wie oft ich die Leute fragen kann nochmal nach ihren Süßigkeiten. Ich mache das halt einfach regelmäßig jetzt immer wieder. Theoretisch müsste ich jetzt einfach 15 Folgen am Stück aufnehmen, weil blauer Leuchtstab.
Wie cool. Krass, hier kann ich halt einfach so, okay, nice. 26 Stück kann ich herstellen. Dann brauche ich halt immer diese Dinger hier. Okay, also wenn ich die sehe, muss ich mir die immer mitnehmen. Aber wie viele habe ich? Wo sehe ich, wie viele Süßigkeiten ich habe? 5. Oh, war ja. Das ist ja gar nicht mehr so viel, ne? Aber du hast bestimmt was. Ja, wusste ich doch. Der hat was. Der hat nix. Wahrscheinlich. Wenn ich nicht genau weiß, wie oft ich fragen kann. Ah, der hat irgendwie so eine Downtime. Da kann ich nicht ständig fragen. Ups, jetzt muss ich einmal außen rumlaufen, wa? Na, ah, der hat nix. Aber der ist so schön verkleinert. Warum hat er nix? Die redet nicht mit mir. Das sind ja Dosen hier unten. Fick. Wer ist denn Fick? Ich bin Fick. Und du? Ich nicht. Sammeln. Hier kann ich die Dosen aufsammeln. Das können wir doch mal gerade machen. Ich weiß nicht, wie viele Dosen ich generell sammeln muss. Und wie viele ich brauche. Jetzt habe ich das schon mal weggemacht. Das ist schon mal gut. Bretterchen anlegen. Hä? Wie Bretterchen? Achso, ablegen. Achso, weil ich die hier gerade unten drin habe. Nee. Das ist nicht. Ich will hier die ganzen Sachen reintun. Die Dosen. Verbraucht das auch irgendwas? Ich tue die jetzt da alle rein, ne? Jetzt kriege ich dann 9 von denen oder was? Oh, wait. Brauche ich für ein... Wie viel brauche ich denn für einen Teil? Brauche ich... Oh, achso, ich brauche 10. Dann bin ich ja noch gar nicht fertig. Dann muss ich ja hier die auch noch mitnehmen. 2 haben, glaube ich, noch gefehlt, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay, hier waren noch 2 Plätze. Dann tun wir die auch noch rein. 5 mal 10. Oh, der macht jetzt seine Arbeit. Hm, ist okay. 5, 6. Wo ist denn das Kleine, was ich noch nicht gesehen habe? Hier ist ja irgendwo angeblich noch was, noch ein Neues. Hast du Mamfies, bitte? Oh, Manu. Kann ich hier eigentlich irgendwas noch tun? Nee. Ich weiß immer nicht genau, was wichtig ist. Ja komm, dann tanze ich jetzt halt mit dem. Tanzduell beginnen. Und ich muss noch eine Tasche kaufen. Nein, ich nehme schon wieder so lange auf. Oh, jetzt kann ich mir einen aussuchen. Boah, der hat ja auch so viele. Sollen wir erstmal wieder Froschi nehmen? Einfach, weil ich weiß, dass der... Ich nehme erstmal meinen Froschi. Sind die da zu 5? Wobei, der Knarz ist gar nicht so gut, ne? Oh, ich kann mehrere auswählen, oder was? Oh, nehme ich halt alle. Tanzen wir jetzt alle gegeneinander? Ach, du Schreck. Okay, erstmal ein Beat. Wir brauchen einen Beat. Wir haben 5 Beats und wir brauchen 40. Ja. Okay. Generiert 2 mal halb nach 2 Aufwärmrunden. Ich weiß nicht. Ja, ich muss das eh machen, weil ich habe sowieso nur 4 Punkte. Das wird natürlich jetzt sehr problematisch. Der singt oder was? Ach so, weil der den Hype generiert. Jetzt verstehe ich. Ah, toll. Jetzt habe ich nur 6. Schade, ich kann das auch gar nicht skippen, ne? Ich muss da immer abwarten. Okay, das dauert leider mal ein bisschen. So. Oh, wei. Was macht jetzt mein Gegner? Ich habe jetzt wirklich das Schlechteste, was ich hätte haben können. Jetzt habe ich 2 Beats noch offen. Oh, wei, ja, der stiehlt mir auch noch 3 Punkte. Nein. Oh, nein. Don't do it. Wurzeln schlagen. Generiert nach. Der geht nicht, weil ich den schon hatte. Mhm. Generiert 1 Punkt. Kostet nichts. Nimmt man immer. Warte. Abbruch. Nee, okay. Doch machen. Ich dachte, wenn ich jetzt einen Hype gehabt hätte, hätte ich natürlich erst einen Hype gezogen, bevor ich den hier nehmen kann. Loslegen. Und die andere Karte konnte ich nicht nehmen, weil der gerade pausiert. Der hier. Deswegen geht das nicht. Ja, und jetzt kann ich ja eigentlich alle nehmen. Jetzt haben wir einmal 4 Punkte. Das hat auf jeden Fall schon mal gar nicht gut angefangen. Ich hoffe, dass sich das generell noch lohnt, weil wir ja danach unseren Hype jetzt gleich kriegen in der nächsten Runde. Ja, den kann ich nicht machen, ne? Steht auch, wenn ich raufklicke, Ublit beschäftigt. Ach, das ist gar nicht mal so cool. Generiert 1 Punkt, das ist nicht viel für ihn. Generiert 1 Hype, das ist schlecht. Aber er hat sie falsch rumgesetzt, die Karten. Hätte er andersrum machen müssen. Jetzt hat er 1 Punkt dadurch verloren. So, jetzt ist er wieder da. Fügt dem gegnerischen Team 1 mal Blues zu. Heißt das, dass das langsamer ist dann? Also, dass sie das, oder es negiert vielleicht den Hype? Ich mache erstmal ein Beat generieren. Okay, jetzt gucken wir mal. Ich habe 6 Punkte. Ich könnte 5 stehlen. Ich würde so gerne alles mal ausprobieren, aber ich kann nicht, wenn ich die beiden mache, ich muss halt einfach die beiden machen, weil sonst verliere ich halt 2 Punkte, die ich nicht nutzen kann. Das heißt, ich muss den nehmen, stehle ihm 1 mal 5 und generiere 9. Was schon sehr stark ist. 5 Punkte stehlen. Dadurch, dass ich halt einen Doppelhype habe, habe ich ja 2 Punkte mehr. Normalerweise wären es ja nur 3 Punkte. Ja, schade, dass ich den Hype jetzt nicht mitnehme. Aber wenn ihr mal anguckt, jetzt habe ich 26, das ist schon okay. Und der hat nur 2. Also der muss erstmal hinterherkommen. Entfernt ein Blues? Warte mal, was ist jetzt passiert? Okay, jetzt hat er auch einen Doppelhype. Nein, verdammt. Ich glaube nicht, dass wir 2 Runden noch kriegen. 5 generiert 9 Punkte. Generiert 1 Hype. Lohnt sich das noch? Oder sollte ich direkt 3 und 2? Dann haben wir 15. Also da habe ich dann 32. Da bin ich ja schon fertig. Machen wir so. 35 und 6. Dann bin ich ja eh schon durch. Und der krebst da unten noch rum mit seinen 5 Punkten. Puh.
Also irgendwie, das finde ich so ganz, ganz niedlich und ganz entspannt. Und ja, oh, die haben jetzt alle Erfahrung gekriegt. Das ist ja wie ein WoW, wenn man da seine Haustierkämpfe macht. Ich liebe ja sowas, ne? Kleiner Fan von solchen Dingern. Jetzt kriegen die alle Erfahrung. Warum sollte man das nicht nehmen, den Knarz? Der hat eine Brille auf. Oh, ich bin so gespannt, ob das jetzt ein seltenerer ist oder... Nee, der ist der ist gewöhnlich. Hm. Ich meine, vielleicht kann man ja die Samen auch verkaufen, aber ich weiß nicht. Neues Abzeichen schon wieder? Da kommt er wieder. Hallo. Hey, hier hinten bin ich. Dankeschön. Ich hätte dir einfach sagen sollen, dass du sie bei mir abholen kannst, anstatt sie per Lieferdienst zu verschicken. Aber was soll's. Glückwunsch zum neuen Abzeichen. Danke, Flitter. Tanzen 1. Gewinne 5 Tanzduelle. Wünsche? Nochmal 100. Ich glaube, ich muss mir dieses Stoffding kaufen. Und das ist jetzt fertig, oder wie? Ein Köder ist drin. Den lasse ich da drin liegen, weil ich bin so voll. Das könnte ich alles auch da reinschmeißen. Hm? Oh, ich wollte noch Samen. Ich wollte so viele Sachen machen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Was ist denn jetzt? Was ist das denn jetzt hier? Hä? Hä? Was zeigt mir das? Graben? Warte mal. Graben? Was graben? Ach so. Okay. Das ist ja mega lustig. Das sollte ich vielleicht auch nochmal mitnehmen. Aber oh nein, jetzt bin ich voll. Oh nein. Ach doch, einen Platz habe ich noch. Moment mal. Was ist denn eigentlich hiermit? Ein Accessoire. Nein, dieser Sound im Hintergrund. Ich drehe durch. Accessoire? Ach, das kann ich auch anziehen. Okay. Aber was ist mit meinem Accessoire? Hör auf, das zu machen. Optionen. Nein. Hä? Will ich doch nicht löschen. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Das ist ein Accessoire. Okay. Da. Da ist wieder so ein Pilz, aber hier war gerade was. Ich muss da runter. Das ist irgendwie ziemlich lustig. Da. Hier irgendwo. Nein. Dicht die. Hier unter mir. Unter mir. Wo ist das? Hä? Ist das unter dem da oder was? Graben. Ah. Okay, ich hab's. Oh Gott, ich muss das unbedingt wieder rausholen. Das geht ja gar nicht klar. Oh, weg, weg, weg. Oh. Das war richtig anstrengend, Cloud, ey. Oh Mann, das ist so blöd. Ich habe keinen Platz. Ich muss mir eine Tasche kaufen. Habe ich die Kohle dafür? Tasche. Klamottenladen. Da. Klamottenladen, würde ich sagen. Tasche. Hallo. Oh, Blick. Riechkolbenretter. Industrieller Luftreiniger. Was bringt mir das, wenn ich das finde? Hm, keine Ahnung. Oh, grüne kurze Hose. Für 50. Blick drauf werfen. Baumeldings-Ublett-Spielzeug. 6 Knetengummis. Flauschige Uhrenklappen. Hm, das bringt aber, glaube ich, nichts, oder? Es ist nur hübsch. Aber die hier bringt doch bestimmt was. Die macht mir bestimmt mehr. 250. Ich habe nur 100? Nein. Kauft ihr mir was ab? Kann ich mit dem handeln? Was könnte ich dem denn verkaufen? Guten Tag, Karl. Hast du Süßigkeiten? Oh, Tatsache. Aber ich will auch was kaufen. Kann ich nicht? Ich will nicht mit dir reden. Ich will was kaufen oder verkaufen. Kann ich mit dir handeln? Wer handelt denn sonst noch mit mir? Wem kann ich denn was geben? Der wahrscheinlich nicht. Tja, vielleicht hier? Ich frage mich, was aus diesem leeren Laden wird. Das wird mal meiner. Ich bin mir ganz sicher. Gib mir Geld. Ich meine Süßigkeiten natürlich. Hm. Kann ich den schon? Nee, kann ich auch noch nicht. Das kommt später. Vielleicht hier. Vielleicht kann ich ja mit Samantha irgendwie handeln oder sowas. Ah, diese Regenkanne kann ich auch noch nicht. Handeln. Ja. Ich kann dir was geben. Mein Zeug. Ja, eine Fächermuschel. Wenn ich nur wüsste, wofür ich das brauche. Mein Zeug. Ich gebe dir mal eine. Oder ich gebe dir mal zwei. Am Strand lag ja noch was. Aber ich glaube, es wäre vielleicht schlauer, wenn ich das irgendwie mit meinen Aufträgen verdiene, weil da kriege ich ja immer gleich richtig viel Geld. Vielleicht war das jetzt doof. Kann sein, dass es doof war. Ach so, das ist ja der Auftrag von ihr. Hm, muss ich ja alle Dosen zerschreddern. Sonst mache ich das jetzt doch, dass ich alle Dosen erstmal schreddere, weil das ja meine Quest ist. Huh, wer bist du denn? Der ist auch verkleidet. Sporbit, den muss man immer mitnehmen. Wir nehmen jetzt alles. Vielleicht gibt es ja noch irgendwo anders welche. Ich hoffe mal nicht. 4, 5... 6. Dankeschön. Jetzt habe ich ja hier erstmal alles leer gemacht. Oh, schmeißen wir die da rein und dann gucken wir mal, ob dann jetzt irgendwie eine Aufgabe erfüllt wurde. Weg damit. Ich muss die Sachen zu Hause irgendwie jetzt hin tun. Ich könnte halt auch Energie zu mir nehmen, ne? Durch sowas. Jetzt ist es fertig. Ja! Okay. Kriege ich jetzt irgendwas? Kriege ich jetzt was? Ich hole mir jetzt ein Stoffröllchen. Einfach, weil ich vielleicht denke, dass ich das machen muss, um die Aufgabe jetzt zu Ende zu stellen. Vielleicht hätte ich auch einfach warten können, aber die Frage ist ja, wie lange das dauert, bis diese Röllchen wiederkommen. Und ich würde das jetzt euch gerne nochmal zeigen, was passiert. Fertig, wenn das Farmhaus repariert ist. Dann sehen wir das nämlich jetzt schon mal. Oh! Okay. Ja, das ist cool. Oh. Ja! Ja, das sieht ja viel besser aus. Wow! Ich dachte mir schon, dass dieses liebliche Gehämmer von deiner Amateurbaustelle kommt. Das liebliche Gehämmer. Du hast ja richtig was draus gemacht. Unglaublich. Wie hast du das hingekriegt? Wirklich edel, deine Hütte.
Daran hat der hohe Ublitrat bestimmt nichts mehr auszusetzen. Aber wenn du magst, kannst du dein Haus natürlich weiter dekorieren und mit Möbeln von Sprin aufpeppen. Yay, gib mir bitte Kohle. Nein, gib mir doch bitte Kohle. Warum gib mir da bitte keine Kohle? Ach, ist das traurig. Ich kann jetzt erstmal hier wieder das Ding da pflanzen. So, vertrocknet. Ja, ich habe auch noch meine Gießkanne. Das ist natürlich ganz gut. Die ist auch vertrocknet? Echt jetzt? Das heißt, ich hätte die einfach gießen müssen noch? Oh, die ist doch schon, die wäre doch schon lange fertig. Wie ätzend. Habe ich hier eigentlich auch sowas zum Ausgraben? Nee. Gott sei Dank. Ich meine, ich könnte halt... Nein, ich habe doch noch... Oh, ich muss das doch noch einpflanzen. Maissamen. Und ich habe auch vergessen, die Maissamen zu kaufen. Ich muss hier auch noch ein Feld machen hier. So, und dann machen wir jetzt hier daneben die Maissamen. Die Maissamen ist gut. Ich habe nur einen. So. Fertig. Gießen. Oh, es wird schon wieder dunkel. Kann ich jetzt vielleicht noch Maissamen kaufen? Oder macht die zu? Nee, die macht Gott sei Dank nicht zu. Sie ist einfach nur nicht zu Hause. Ich könnte ja mal sie fragen. Ich will was... Ach so, so kann ich das gar nicht kaufen. Ich kann es so kaufen. Stoff... Ach so, ich kann Stoff drauf... Oh, ach so, ich kann die so kaufen. Bin mal gespannt, was ich brauche. Ich werde jetzt mal investieren. 2 Tage. Ich kaufe mir mal 3. So, das heißt, wir werden Zeit investieren müssen. Habe ich noch Platz? Jo. Dann kaufe ich mir hiervon nochmal welche. Kostet, dauert 1,5 Tage. Rabatt? Oh, ist gerade Rabatt. Okay, dann nehme ich so. Das wird sich hoffentlich ja lohnen. Man muss immer das kaufen, was im Rabatt ist. Nein, da war ja noch was. Da war, glaube ich, Chili oder so. Na egal, jetzt machen wir erstmal das. Ich weiß sowieso nicht, ob meine Energie dafür reicht, generell. Und dann müsste ich hier mal aus diesen Brettchen das Unkraut irgendwie, also müsste ich mir hier mal so einen Weg bauen. Hier pflügen wir nochmal eine weitere Reihe. Und dann pflanzen wir hier Mais an. 1, 2, 3. Dann haben wir noch diese Mobrübensamen. Eigentlich hätte ich die jetzt gerne direkt daneben gehabt, ne? Okay, komm, da mache ich hier jetzt noch einen. Machen wir noch ein Feld. Ich hoffe nicht, dass die Felder, wenn sie nicht bepflügt sind, dass sie einfach wieder weggehen. Oh, Mais ist vertrocknet. Ja, ja, stimmt. Habe ich ja noch gar nichts gemacht. Oh, ich habe 5. Upsi, ich dachte, ich habe irgendwie 4. Neues Abzeichen. Nice. Dann pflügen wir hier doch nochmal einen weiter. Ja, irgendwas für Abzeichen. So verdient. Glückwunsch, okay. Diktiert, aber nicht gelesen. Es wird immer weniger, dass es sich damit beschäftigt. Schade. Pflanze 15 Samen hier damit. 80 Wünscheldinger. Warum geben die mir denn keine Kohle? Ich hätte doch gerne Kohle dafür. Einmal anpflanzen. Jetzt muss ich nur gießen. Mal gucken, wie lange ich da... Oh, das geht ja. Ist ja immer nur einer. Ich glaube, meine Gießkanne ist leer. Oh, ist sie kaputt gegangen? Ist schon wieder mitten in der Nacht, ne? Mach schon wieder Nachtarbeit hier. Dann gießen wir nochmal alles. Ich gehe schlafen. Jetzt gehe ich wirklich schlafen. Ist es vertrocknet? Nein, das ist nicht vertrocknet. Das ist vertrocknet. Das ist vertrocknet. Wenn es so dunkelbraun ist, dann ist es gut, glaube ich. Ja, die wird ja morgen fertig sein. Jetzt haben wir hier so ein bisschen was angebaut und damit werden wir wahrscheinlich unsere Kohle verdienen. Dann kann ich das hoffentlich verkaufen und dann haben wir hoffentlich demnächst dann auch ein bisschen mehr. Ach, ich habe ja sogar 8 Dinger. Damit könnte ich kochen. Naja, wir gehen jetzt schlafen. Stopp, bevor ich schlafen gehe, mache ich hier erstmal wieder Schluss, weil ich habe viel zu lange aufgenommen. Ich wollte gar nicht so lange. Mal wieder. Ich wollte nämlich jetzt noch ein bisschen Hausflipper aufnehmen und dann habe ich jetzt hier von 2 Folgen erstmal. Aber es macht schon sehr viel Spaß. Aber ich habe das Gefühl, es dauert lang, bis ich irgendwas erreiche. Naja, aber eigentlich ist es ja auch gut, weil man hat dann nicht das Gefühl, dass man irgendwie so schnell durch ist mit allem. Falls euch auf jeden Fall gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen da. Falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, könnt ihr mich gerne unten kostenfrei abonnieren, das Glöckchen aktivieren. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich wieder ein neues Video hochgeladen habe. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. No more light.